Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac auf der West Plus. Ja, dritte Folge hintereinander Isaac. Wupp, wupp, wupp. Wir spielen wieder den Eden auf Hard und gucken, was passiert. Ich habe wieder nicht drauf geachtet, wie viele Eden-Tokens ich habe. Okay, wir sind sehr stark von Anfang an, haben sehr viele Leben, also zumindest drei. Das ist nicht so normal, würde ich behaupten, als Eden. Aber wir sind stark. Unser Tears-Up ist jetzt nicht so geil, ist aber okay. Und ich glaube, das ist sogar ein All-Stats-Up. Ist diese Krone von Jesus ein All-Stats-Up oder ist das nur ein Damage-Up? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, wir hatten hier irgendwo noch einen blauen Stein, wenn ich mich richtig erinnere. Nö, hä? War hier nicht eben noch irgendwo einer? Hä, bin ich jetzt total bescheuert oder was? Hä? War da... Egal. Ja, auch sehr schön. Alter, okay, wir können hier durchwaschen, so wie ich das vermute. Das Ding, das wir gerade eingesammelt haben, ihr seht das schon, macht das, wenn wir in den Raum reingehen, dass die Gegner anteilig zu unserem Schaden, glaube ich, Schaden bekommen. Und wenn sie sterben, dann erscheint noch so eine Giftsäure unter denen, die dann auch nochmal Schaden macht, wenn irgendwelche Gegner da drüber laufen. Also mega krass. Ich glaube, das tut auch mir weh, wenn ich drüber laufe, wenn ich ehrlich bin. Aber keine Ahnung. Dann haben wir noch ein Spacebar-Item. Was macht, dass wir alle Gegner, zumindest die normalen Gegner, in einem Raum, also bei Bossen geht das nicht, in Scheiße verwandeln können und ja, dann hat man den Raum auch geschafft und kann diese Scheiße, glaube ich, noch kaputt machen. Bin mir gerade nicht so sicher, ob man die Scheiße vielleicht auch kaputt machen muss, weil das hat trotzdem so eine andere Animation, beziehungsweise einen anderen Sound, wenn man dann so einen Scheißhaufen kaputt macht, was vorher halt ein Dude war. Aber ja. Ja, und ich habe heute leider auch wieder nicht so viel Zeit, deswegen würde mich das freuen, wenn wir hier ein bisschen durchwaschen könnten. Denn ich war bis 17 Uhr, oder bis Viertel nach 5 besser gesagt, habe ich Schule gemacht, hatte eine blöde Deutsch-Aufsatzklausur. Oh, nett, danke. HP ab, nehme ich mit. Merci beaucoup. Ja, schönen Aufsatz geschrieben. Und ich war richtig dumm, im Aufsatz stand halt drin, quasi, hier schreiben Aufsatz mit Schriftgröße 12, ganz normal, 1,5er Abstand, bla bla. Und das suggeriert ja eigentlich, du sollst das am PC schreiben, nicht wahr? Und was mache ich, Dummkopf? Ich schreibe das alles handschriftlich. Und brauchte jetzt natürlich übelst lange dafür. Ich brauchte ganz, ganz lange für diese scheiß Arbeit. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auch richtig schlecht nur kommentieren oder formulieren, weil meine ganze Formulikationsgabe, ist das ein Wort? Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber bestimmt, Leute, bestimmt ist das ein Wort. Er wird jetzt ein bisschen benachteiligt sein, weil meine ganze das Wort, das ich eben gesagt habe. Blablabla-Gabe. Ich habe das jetzt schon wieder vergessen. Ist alles draufgegangen für die Deutscharbeit, die dann am Ende sowieso wieder nur eine 3 wird. Ich kenne mich doch. Literatur ist nicht so meins. Vor allem diese Aufsätze und sowas. Davor irgendwas lesen und dazu dann eine Analyse und eine Interpretation schreiben mit diesen blöden Stilmitteln. Und was der Autor damit bezwecken wollte und bla bla bla. Und dann noch irgendwelche blöden Fragen danach, wo die fragen, ja, hat das heutzutage auch noch Bewandtnis an die Jugend und bla 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 bla. Finde ich nicht geil. Ist der Dude hier eigentlich neu? Der ist auch wieder so rot. Ich glaube, ich habe den noch nie so komisch dunkelrot gesehen. Und jetzt habe ich den in 2 Folgen, aber ja, hintereinander so rot gesehen. Aber es gab doch eigentlich gar kein Update für Isaac. Ich meine, das letzte DLC, hat er auch schon beim letzten DLC gesagt, aber das letzte DLC, das kommt ja erst noch. Bitte stirb einfach. Oh Gott. Das war aber knappi. Schön. So, nehmen wir mit hier. Wir müssen trotzdem leider nochmal zurücklaufen, weil mir der goldene Raum fehlt. So, was haben wir denn hier? Ein komisch. Nein. Oh nein. Warum? Warum diese Tränen? Machen die... Okay, die machen zumindest, dass man schneller schießt. Das war ja eigentlich unser Bottleneck, den wir hier hatten. Von dem her vielleicht gar nicht so schlecht. Da war noch irgend so ein Trinket, von dem ich wieder nicht weiß, was es macht. Aber ich habe gleich noch Volleyballtraining. Freue mich eigentlich schon drauf, aber ich hatte eben noch mal kurz trainiert, weil ich ja jetzt einen neuen Volleyball habe. Nachdem der erste irgendwie kaputt war. Ich glaube, den habe ich selber kaputt gemacht mit meiner Pumpe irgendwie. Die kam damit auf jeden Fall nicht klar. Dann ging der nicht aufgepumpt. Durfte ich den gleich wieder zurückschicken. Das war auch schon scheiße. Hier ist übrigens so ein komischer X-Stein. Ich habe jetzt einen neuen Volleyball, der funktioniert auch. Und dann wollte ich damit ein bisschen trainieren, damit ich halt richtig geil vorbereitet bin auf meine Volleyballstunde. Und dabei habe ich mich irgendwie gezerrt oder so. Im rechten Oberschenkel. Das ist irgendwie kacke. Also es tut jetzt auf jeden Fall weh, wenn ich mich bewege oder auftrete oder sowas. Oder halt in die Hocke gehe, was man ja auf jeden Fall machen muss beim Volleyball. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob das jetzt in den nächsten 1-2 Stunden noch weggeht, damit ich dann mitmachen kann. Oder vielleicht geht es auch weg, während ich mich da aufwerbe.
Das wäre dann aber allerletzte Eisenbahn und so. Ja, bin ich mal gespannt, oder? Ob jetzt alles doof ist. Aber ich habe sowieso immer noch keine Schuhe, leider. Ich habe mir schon Volleyballschuhe gekauft, aber die sind jetzt nach einer Woche immer noch nicht angekommen. Heißt, ich muss nochmal mit meinen blöden Tennisschuhen spielen und die sind einfach scheiße, weil man damit einfach wegrutscht. Alles blöd, Leute. Oh, das ist auch krass. Oh, okay, ich nehm's mit. Ich glaube, ich mag's nicht wirklich, aber ich mach's einfach mal, Leute. Jetzt sind wir, glaube ich, richtig stark, oder? Also ich kann auf jeden Fall alles wegbämsen, aber wenn uns jetzt irgendwas folgt, dann mag ich Epic Fetus halt so gar nicht. Aber eigentlich mega gut, weil wir haben ja auch dieses, oh, so viele Leben hier noch. Oh, das schmeckt schon so ein bisschen auf jeden Fall, doch. Wenn uns irgendwas Doofes verfolgt, wo wir halt nicht rankommen, ohne uns selber zu verletzen, dann könnten wir theoretisch zumindest unser Space-Item einsetzen und sind alle tot. Also alles spricht hier eigentlich dafür, dass wir diesen Mann auch schaffen sollten. Wieder so ein Raum. Und hier auch relativ schnell durchgehen können. Wir könnten sogar richtig krassen Speedrun machen und uns aus jedem Raum freisprengen. Warte, eine Sache machen wir noch kurz. Wir sprengen die Typen da weg. Pow. Okay. Hätte ja sein können, dass er vielleicht eine Münze hat, aber nope. Sieht auf jeden Fall so aus, als wenn das hier die richtige Richtung wäre. Aber vielleicht habt ihr hier eine Idee, was man bei so einer Zerrung machen kann. Weiß ich nicht, hilft da Wärme oder so? Ich weiß es nicht. Also ich knete das jetzt die ganze Zeit. Zumindest versuche ich das mit meiner Hand. Aber das bringt nicht wirklich was. Es tut einfach nur weh. Das ist doof. Mein Kack. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr blöd, finde ich. Und ich glaube, ich habe gerade gesehen, dass ich über dieses grüne Zeug rüberlaufen kann. Ist das korrekt? Ist das korrekt? Bin ich etwa Gift-immun, weil ich selber dieser toxische Typ bin hier? Oder was ist los? Warte, das mache ich mal aus. Ich will es ausprobieren. Nee. Okay, nehmen wir mit. Wir haben richtig viele Leben. Heißt, wir können hier eigentlich alles mitnehmen, aber wir kriegen nicht mal die Chance, irgendwas mitzunehmen. Dann gehe ich halt wieder weg. Tschüss, du komische Spinne. Ach ja. Und bei euch so, Leute. Wie ist bei euch? Blöder Oberschenkel. Und, ach so, hier, wenn wir schon gerade bei Wunden sind. Ich habe meine erste Schnittwunde von meiner Katze bekommen. Also am Anfang hat sie... Sie ist die ganze Zeit irgendwie sehr, sehr... vorsichtig. Auch wenn man mit ihr spielt, mit der bloßen Hand und sowas. Da geht sie dann schon auch mit ihren Krallen ran. Aber sie kratzt halt nicht oder so. Sie beißt auch und sowas, aber sie nicht so, dass man irgendwie eine Wunde davon tragen würde. Und jetzt habe ich aber die erste Schnittwunde, weil... sie runtergefallen ist. Und ich wollte sie aufhalten. Und beim Aufhalten... ist sie halt abgerutscht von meiner Hand. Und dabei habe ich mich verletzt. Ja. Aber nicht willentlich. Sie ist jetzt sogar inzwischen eigentlich so, dass sie nicht mehr die Krallen rausnimmt, wenn sie mit einem spielt. Das finde ich sehr, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Die macht eine gute... I can see you forever. Macht eine gute Figur und entwickelt sich prächtig. Eine sehr gute Katze. I can see forever war da gerade, aber ist mir egal. Ist mir egal. Wollen wir einen Speedrun hier raus machen, Leute? Eigentlich schon, oder? Wir haben ja alles. Eigentlich brauchen wir wirklich gar nichts. Wir können einfach zum Boss laufen und dann geht's uns gut. Aber hier war noch irgendwo I can see forever. Da unten, ich sehe es doch. Hallo. What do we have here now? Thank you for this und thank you for that und thank you for everything. Ah Gott, na... Du, nicht wehtun. Ich will hier gerne weitergehen, ohne verletzt zu werden. Eventuell sollte ich auch mal mein Spacebar-Item einsetzen. Das war natürlich mit Absicht, damit ich meine Münzen hier bekomme. Denn Münzen machen glücklich, habe ich gehört. Aber, ja, was ist sonst so in meinem Leben, Leute? Ich habe 22 Folgen Hunter x Hunter am Stück geguckt. Richtig weggebünscht. Also die erste Staffel auf jeden Fall weggebünscht. Und die war auch sehr gut, muss ich sagen. Und, naja, zwei Folgen davon habe ich übersprungen, weil das nur so komische Folgen waren, wo der Gon, also die Hauptperson aus dem Anime, nur seiner Mutter geschrieben hat, ja, das und das ist passiert. Und das war dann quasi nur so Revue passieren, was passiert ist, alles, was man schon gesehen hat. Und das ist halt wirklich ultra langweilig. Und die habe ich dann übersprungen, weil Filler-Folgen sind nicht cool, Leute. Ist hier vielleicht ein Bett? Nein. Aber ich glaube, in diesen Räumen mit diesen zwei Schlüsseln davor sind öfters mal Betten. Tja, da müssen wir mal kurz den Boss suchen. Okay, ich habe einen Shop gefunden. Ich nehme mal alles mit hier. Blue Hive Mind, Giant Spiders, auch immer nett. Vielleicht, guck mal, oh, wir haben sogar ein paar Spinnen. Wo kommen die denn her? Warum haben wir so viele Spinnen? Hä? Es werden immer mehr.
Ist das die Wahrheit? Ist das immer mehr werden? Habe ich ein Festset irgendwie eingesammelt? Ich habe keine Ahnung. Ach, oder gehören mir vielleicht alle Spinnen? Wenn hier Spinnen drinne sind, lieben die mich dann automatisch? Eigentlich nicht, oder? Nochmal I can see forever. Ich finde hier gerade gar nichts. Wir könnten uns auch einfach mit... Ach, da ist er doch, der Boss. Aber man könnte sich hier auch einfach mit Passage... Bitte, Mann, stirb doch einfach. Danke. Oh, das war schon wieder so knapp. Man könnte sich auch einfach mit E-Wars hier raus teleporten. Werde ich auch gleich, glaube ich, machen. Obwohl, eigentlich lohnt sich das... Oh, Alter, aber dort, was läuft? Was geht ab? Ich nehme alles mit, oder? Ja, Sigi nehme ich alles mit. YOLO. YOLO, Bauder Dolo. Alles mitnehmen hier. Ich werde halt trotzdem... Diese Eden-Ones sind mega heftig. Ach ja. Ich hoffe, diese Folge kommt übrigens heute noch, weil es ist, wie gesagt, spät. Ich weiß nicht, ob ich noch genug Zeit habe, um das zu rendern und sowas. Weil das Rendern dauert immer noch mindestens so lange wie die Aufnahme. Was eigentlich auch schon schnell ist, dass es halt genauso schnell rendert, wie auch aufgenommen wird. Das ist, glaube ich, auch nicht so normal. Ja, aber da ich ja halt keine Zeit habe, weiß ich nicht, ob ich dann warten kann, bis das fertig gerendert ist, um es dann noch hochzuladen und was weiß ich. Kann also sein, das nehme ich mal mit hier, dass die Folge, wenn, dann erst sehr spät kommt, also noch später als sonst, oder halt gar nicht heute. Na, mal gucken. So, was haben wir da noch? Die möchte ich trotzdem haben. Ach, und ich hab dazu noch schlechtes Internet gerade. Was kommt auch noch dazu? Und das nervt richtig. Das Nervigste an schlechtem Internet ist, erstens, dass man warten muss. Warten ist schon mal mega kacke und so. Und das andere, dass mein... Ah, die Kohle brauche ich nicht. Dass mein Spotify nicht reagiert. Das ist so nervig. Ich höre ja eigentlich fast nie Spotify über Kopfhörer oder sowas. Also, ich höre das über Alexa sehr, sehr häufig. Nichts. Da geht sie natürlich gleich an, weil man ihren Namen sagt. Und am PC habe ich dann halt an meiner Tastatur so einen Knopf, wo ich dann sage, ja, nächstes Lied. Aber mit schlechtem Internet reagiert er halt null. Und das ist super nervig. Super nervig. Und die Assistentin ist auch sehr lahm beim Zuhören. Oder sie sagt gleich erst, oh, ich kann dich gerade nicht verstehen. Irgendwie ist hier ein Fehler. Informiere dich doch da und da. Bla, 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 bla. Alles super nervig. Schlechtes Internet ist super kacke und dann kannst du keine Videos gucken. Aber ich hoffe, der Upload ist wenigstens trotzdem noch okay. Keine Ahnung. Wird Zeit, dass ich meinen Internetprovider wechsle. Ohne Witz. Da ist noch ein X-Stein. Das X markiert die Stelle. Okay, das macht uns stärker, deswegen nehme ich es mit. Das macht uns auch ein bisschen langsamer, aber ist ja egal. Und mir ist aufgefallen, dass viele oder einige zumindest von den Zuschauern bei Isaac gar nicht so genau wissen, was hier alles macht, was ich so einsammle. Deswegen werde ich, obwohl hier natürlich auch Leute sind, die das alles wissen, trotzdem die Items immer wieder erklären. Auch weil sich das gewünscht worden ist. Wie zum Beispiel The Void haben wir jetzt eingesammelt. Das ist übrigens das Start-Item von dem, wie heißt der? Apollyon? Apollyon, Mion. Und okay, auf diesen Raum habe ich mal so gar keine Bocke. Können wir uns einfach raussprengen hier? Das Herz nehme ich noch mit. Danke, tschüss. Genau, mit diesem Item habt ihr vielleicht eben schon gesehen, kann man andere Items einsaugen. Wenn es ein Spacebar-Item ist, dann... Okay, damit hat sich auch meine Frage erledigt, ob ich automatisch Spinnen bekomme. Das ist schon mein Mom, lol. Was? Damit kann man Items einsammeln. Und wenn es ein Spacebar-Item ist, dann geht das in das Void rein und du kannst es dann immer wieder einsetzen. Oder aber du machst es so, dass du... Moment, ist hier irgendwas Interessantes dabei? Ja, schon. Kommt man hier mit Ivas raus? Ist die Frage. Egal. Egal, Leute, mache ich nicht. Ist mir zu blöd. Wenn es ein passives Item ist, dann erhöht sich zufällig Attribute an der Seite, was auch ganz geil ist, muss ich sagen. Okay, diese Ebene finde ich blöd. Ich setze mal Ivats ein und gehe in die nächste Ebene. Weil ich glaube, hier kriegt man keinen goldenen Raum mehr, oder? Ab Womp. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber wieder eine schön kurze Folge. Finde ich aber gut. Also Isaac, das Spiel passt sich schon sehr gut an hier. An alles. Eigentlich ist der Tag heute viel zu vollgepackt für mich. Ja, ich habe eigentlich nur Schule gemacht, Deutsch geschrieben, was aber mega anstrengend war. Und nehme jetzt auf und das alles, was ich halt jeden Tag irgendwie mache. Und Volleyball, das passt halt wirklich nicht mein Faulenzer-Lifestyle hier rein. Das ist echt...
Nie normal für mich. Und mein Bettbezug musste ich auch schon machen. Mann. Das geht gar nicht, Leute. Wie soll ich so LOL spielen? Apropos LOL, ja, wir können ja über LOL reden, Leute. Hier, Riot Games, habt ihr mitbekommen? Die sind jetzt 10 Jahre alt geworden. Das hat sogar der Jay mitbekommen, obwohl der kein League of Legends spielt. Oder das Spiel sogar hasst oder so. Auf jeden Fall, es gibt ja viele Nicht-LOL-Möger. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das ist aber ein sehr schönes Spiel, die sind jetzt 10 Jahre alt geworden. Und ich habe tatsächlich vor 10 Jahren noch angefangen, den Scheiß zu spielen. Das ist echt unfassbar. Wir haben einfach mega viel angekündigt. Also so ultra mega heftig krass viel. Nehme ich das mit? Nö. Okay, wir könnten zu Apollyon gehen. Wir können überall hingehen. Ist ja mega heftig hier. Wir haben mega viel angekündigt zum 10-Jährigen. Alles an einem Tag vor allem. Die haben irgendwie, keine Ahnung, 5 neue Spiele angekündigt. Darunter ein Kartenspiel, ein Counter-Strike-ähnliches Spiel, beziehungsweise eher Overwatch. So eine Mischung aus Overwatch und Counter-Strike. Also so ein First-Person-Shooter-Spiel. Aber mit Fähigkeiten haben die vorgestellt. Ein Kartenspiel, habe ich schon gesagt, ne? So wie Hearthstone. Was haben die noch vorgestellt? Ich glaube, so ein Diablo-ähnliches Spiel. Von oben halt, wo man dann so ganz viele... Mist. So ganz viele Gegnerwellen tötet. Was haben die noch vorgestellt? Dann haben sie noch gesagt, dass TFT, also deren Auto-Chest, auch fürs Handy kommt. Ich verliere gerade ein paar viele Leben. Das ist nicht so geil. Und keine Ahnung, alles mögliche, Leute. Es kommt ein mobiles League of Legends raus, was auch sehr gut aussah. Werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht spielen. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus als dieses Legends bla bla bla, diesen LOL-Klon, den irgendjemand mal aufs Handy gepackt hat. Und die werden jetzt natürlich richtig in die Röhre gucken, glaube ich. Also die werden ja sowas von viele Leute da verlieren. Von der Spielerbasis. Und die haben so viel Werbung dafür gemacht. Kennt, glaube ich, jeder, oder? Diese leicht bekleideten Champions, die man da immer sieht. Von, ich weiß gar nicht, wie genau die heißen. Ja, danke fürs Rausfischen. Ich wollte da sowieso nicht rein in diesen blöden Scheißraum. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Ja, das ist natürlich, das ist sehr belastend. Ich hau mal ab, ne? Ja, danke. Ja, die hitzen nämlich alle mit. Vielen, vielen Dank. Habe ich immer wieder gern. Wir machen richtig viel Schaden mit unseren, nur mit unseren blöden Gift hier. Guck mal, der stirbt auch, ohne dass ich was machen muss. Richtig witzig. Das ist voll witzig. Spielt sich Trollolol. Ich habe übrigens auch mal überlegt, ob ich einen Speedrun mache. Ein Eisereck. Aber irgendwie bin ich mir da noch unschlüssig. Ich meine, der Carly Braun, der macht Speedruns in Isaac und deswegen komme ich auch, glaube ich, auf die Idee. Aber das ist ja so random-mäßig und da muss man so oft resetten und so. Keine Ahnung, ob das Spaß macht. An sich habe ich ja schon mal ein paar Spiele gespeedrun, also ich weiß, wie eintönig das manchmal sein kann. Aber ob ich das bei Isaac machen möchte, da bin ich mir nicht sicher. Und dann bist du die ganze Zeit im Stress. Weiß ich nicht, aber ich würde schon gerne auf diese komische Liste kommen bei speedrun.net, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da könnte ich locker in irgendeine Liste reinkommen. Und dann wird da mein Name stehen, das ist doch auch ganz nett. Ja, was hat Roll sonst noch gemacht? Ich glaube, die haben auch noch ein Anime angekündigt, oder beziehungsweise so eine animierte Serie. Dann wird getuschelt, ob die auch an einem Film arbeiten. Und eine Doku machen sie. Also über die Anfänge und was für Struggle die hatten und so. Da freue ich mich auch drauf. Und auf dieses Kartenspiel auch. Da habe ich mich auch schon für die Demo registriert, Leute. Ich meine, Hearthstone habe ich auch richtig gerne gespielt. Warum sollte mir da dieses neue Spiel nicht gefallen? Bisher haben die ja eigentlich immer alles gut gemacht. Ja, dann haben wir die Ebene auch geschafft. Von daher bin ich mal gespannt, was die da so raushauen werden. Und die haben sogar für die nächsten 10 Tage nette Belohnungen für alle, die sich da einloggen. Bereit gehalten. Da freue ich mich auch drauf. Ich spiele in letzter Zeit sehr viel League of Legends irgendwie. Muss ich, glaube ich, auch mal wieder aufhören mit. Wird schon ein bisschen zur Sucht wieder. Das ist nicht gut, Leute. Aber ich kriege das hin, Leute. Noch bin ich nicht ganz süchtig. Noch spiele ich nur abends. Also das ist doch okay, oder? Wann entwickelt sich Suchtverhalten? Ist halt auch die Frage. Also wann ist man wirklich süchtig danach? Einfach nur, weil man das gerne spielt? Oder... Ich meine, ganz früher, da war ich, glaube ich, wirklich süchtig. Danach habe ich wirklich gar nichts anderes gemacht, außer LOL zu spielen. Und habe dann auch weniger gegessen und sowas. Oder gar nicht gegessen, weil ich LOL gespielt habe. Und das ist dann, glaube ich, schon wirklich Sucht, oder? Wenn man seinen Körper vernachlässigt, um ein Spiel zu spielen. Also Körper und soziale Kontakte und sowas. Keine Ahnung, dann ist das Sucht. Muss man sich mal durchlesen, ab wann irgendwas als Sucht beschrieben wird. Keine Ahnung. Aber wir sind schon in der letzten Ebene, Leute. Ich glaube... Ja doch, ein einziges Mal war ich, glaube ich, so schnell für eine Errungenschaft, wo man bis zu
The Lamb, glaube ich, kommen muss. In unter 20 Minuten. Also, wo man den in unter 20 Minuten besiegen muss. Obwohl. Weiß ich gar nicht. Also, in unter 20 Minuten ist ja eigentlich voll einfach, oder? Vielleicht waren das sogar unter 10 Minuten, aber das stelle ich mir ein bisschen krass vor. I don't know. Auf jeden Fall recht schnell. Für einen Speedrun nicht schnell genug, obwohl ich von Anfang an eigentlich schon mega stark war. Deswegen ist der One jetzt vielleicht auch ein bisschen langweilig anzugucken, weil ich hier halt einfach eines der OP-sten Items im ganzen Spiel habe. Ich mag es nicht so gerne, also mir gefällt, wenn ich schon so ein OP-Item habe, Brimstone tatsächlich mehr. Aber trotzdem eines der OP-sten Dinger im ganzen Spiel. Von daher vielleicht nicht ganz so spannend. Aber zumindest einen zweiten Windstrake, wenn ich mich jetzt nicht noch richtig behindert anstelle und 80 Milliarden mal treffe, infested. Wir hätten das auch eigentlich ein bisschen abkürzen können, indem wir einfach zu Delirium gegangen wären. Dann hätten wir, glaube ich, nochmal, also zumindest, ja, so 3 Minuten gespart. Vielleicht sogar noch mehr, wenn man Delirium sofort gefunden hätte. Aber, ja. Hi, wie geht's denn so? Na, bin mal 20 Minuten hier, hast doch gar nicht mit mir gerechnet, ne? Das tut mir leid, aber ich habe leider keine Zeit. Ich muss gleich noch duschen, bevor ich zum Sport gehe. Zack. 1, 2, 3 und du bist tot. Wir könnten nochmal zu Delirium gehen. Guck mal, ich habe auch ein Void. Okay, The Void hat hier alles getränkt. Ach nee, das war unser Abspülding. Guck mal, wie süß, wir gucken. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wir sind ja super knuffig. So, schnell da rein. Vor 20 Minuten geschafft. Dann danke fürs Zuschauen, Leute. In nächster Zeit wird wahrscheinlich wieder weniger Eisen kommen, keine Sorge. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Gebt ein Like, wenn euch das gefallen hat. Und ja, tschüss.